Habt Acht, Ruhe, rechts um, auf der Stelle abtreten. Diese Kommandos und noch viele mehr muss schon die Feuerwehrjugend können. Die Feuerwehrjugend ist eine außerschulische Jugendgemeinschaft und ein integrierter Bestandteil der österreichischen Feuerwehr. Mit rund 26.000 Mitgliedern ist die Feuerwehrjugend eine der größten Jugendorganisationen in Österreich. Wir Sprichwort lautet, wer die Jugend hat, hat auch die Zukunft. Und so ist es auch bei uns bei der Feuerwehr. Denn ein Großteil der aktiven Feuerwehrmitglieder bei uns stammt aus der Feuerwehrjugend außer. Und wenn das weggebrechert, die Feuerwehrjugend, dann wird da die Zukunft der Feuerwehr nicht so gut ausschauen. 815 Jungflorianis gibt es derzeit im Bezirk Ried. Und wie heißt es doch so schön, früh übt sich, wie ein Meister werden will. Ab 8 Jahren dürfen sie dazukommen, damit sie dann schon bei der Feuerwehr sind und sich eingelebt haben und dann nicht mehr sagen, hinten nach, wir haben schon zu andere Vereine. Deshalb können wir da jetzt halt bei der Feuerwehr bleiben. Und wir haben natürlich durch das dann einen besseren Nachwuchs. Nur früher ist, ja, ich sage einmal, mit der Disziplin vielleicht ein wenig ein Problem. Mit der Lernbereitschaft. Es ist halt einfach doch ein wenig was zum Lernen. Und nicht nur Spiel und Spaß. Deshalb wird bei der Jugendfeuerwehr das ganze Jahr über gepaukt. Prinzipiell unterscheidet man zwischen Winter- und Frühjahr-Sommersaison. Im Winter wird man hauptsächlich herinnen üben. Wir machen Knoten, Wasserführungen und Armaturen. Man schaut sich die Autos ein wenig an von innen, was ist da jetzt hier drinnen. Im Frühjahr allerdings schaut man, dass man ganz viel draußen ist, dass man mit Feuerlöscher zum Beispiel auch schon hantiert oder schon ganz allein einfach nicht eine Kübelspritzen hernimmt, damit der schon mal spritzen darf. Im Frühjahr ist dann der Schwerpunkt ganz klar bei der Vorbereitung für die Bewerbe. Hier wird den Kindern dann alles abverlangt. Theorie und Praxis müssen sie quasi wie aus dem FF können. Prinzipiell wird ein Bewerb so aufgebaut, dass spielerisch ein Löschangriff für die Kinder simuliert wird. Dabei müssen sie halt auch gewisse Kenntnisse, wie zum Beispiel Knoten, auch noch mitbringen. Da kriegst du dann zum Schluss nur eine Station, da kriegst du Bilder aufgelistet und dann müssen sie noch ganz schnell einen Knoten zum Beispiel so machen. Wenn man dann wirklich gut dabei ist, dann schaut es so aus wie eben da hinter mir. Es geht eigentlich hauptsächlich natürlich um einen Spaßfaktor bei solchen Sachen. Im Winter ist der Wissenstest ein ganz großes Thema und die Erprobungen. Die Erprobungen machen den Dienstgrad aus. Und der Wissenstest ist also Abzeichen, den musst du dann da auf der linken Brust antragen, wo eben das theoretische Wissen abgeprüft wird. Und da gibt es auch verschiedene Stufen, von den kleineren in Bronze bis zu Silber und natürlich die älteren für Gold, was natürlich auch ein wenig eine größere Herausforderung auch ist. Da spielt zum Beispiel auch Erste Hilfe schon eine große Rolle. Der Spaß kommt hier allerdings nie zu kurz. Ein besonders großer Wert wird bei der Feuerwehrjugend auf Freundschaft und soziale Kompetenz gelegt. Mir taugt am besten der Konkurrenzkampf unter verschiedenen Jugendgruppen. Aber so in unserem Team selber gibt es nie einen direkten Streit oder einen Konkurrenzkampf. Da passt ihm alles. Mir taugt am meisten der Spaß, den was man bei den Bewerben in der Gruppe hat. Und die zahlreichen Erfolge, was man erzielen kann. Mir gefällt an der Feuerwehr sehr, dass man nicht viel streiten und dass immer Kameradschaft da ist und wir immer spielerisch lernen und so, weil der Bladl hier macht es und das ist voll gut, dass wir das nicht machen, sondern dass wir einfach spielerisch mit Karten spielen und so, dass wir das alles so lernen und nicht, ja, Bladl, füll das aus, du musst das können. Das finde ich voll cool. Am meisten Spaß machen mir die Erprobungen, weil ich finde das immer ganz cool. Und es gibt da Belohnungen und so. Und mir macht Feuerwehr halt generell richtig Spaß.